Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe von Forza Horizon 3 und willkommen zurück zu Cops vs. Racer Most Wanted, euer neues Lieblingsformat. Ich glaube, ihr habt einfach 10.000 Lieblingsformate. Eigentlich jedes Multiplayer-Format ist euer Lieblingsformat, habe ich so das Gefühl. Zumindest, wenn ich den Kommentaren Glauben schenken darf. Aber ja, wir machen da weiter. Was ist jetzt gerade? Schleichwerbung für Telekom. Ja, ich glaube auch schon was, ja. Ja, dieses Video ist gesponsert von... Nein, ist natürlich nicht. Nee, wir haben ja die letzten beiden Male bei Most Wanted quasi zwei verschiedene Formate ausprobiert. Das eine Format, also das, was wir letztes Mal gemacht haben, hat nicht so ganz funktioniert, weil ich als Gejagter ein bisschen zu krasse Autos gefahren bin. Einmal ein Regera, glaube ich, bin ich gefahren. Ja, Regera, ja. Hab's aber selber verkackt, also hab halt einfach Blödsinn gemacht, egal. Und dann habe ich natürlich das Unicorn genommen und das war einfach zu imbar. Und deswegen ist quasi die Idee des zweiten Formats ein bisschen ad acta gelegt worden. Deswegen ändern wir das jetzt. Und diesmal hat der Racer ein nicht ganz so starkes Fahrzeug. Das heißt, er ist wirklich darauf angewiesen, die Cops kaputt zu crashen. Das heißt, weiterhin, der Racer hat keine Orientierung, hat aber auch keinen Schaden, während die Racer, zumindest mal zu Beginn, so leicht orientierungslos sind, aber einen Schaden haben. Und dann später, wenn dann eben der Polizeichef, der hier mit einer anderen Lackierung unterwegs ist, das in dieses Mal der Andy macht, der dann in den Overwatch-Modus geht, der dann, oder beziehungsweise dann haben alle quasi eine Karte. Aber das werdet ihr sehen, denn ich werde heute die erste Runde, wir spielen zwei Runden, auf der Seite der Cops spielen, denn die Racer-Sicht gibt's diesmal auch als Aufnahme, nämlich der Googie ist am Start. Grüß dich! Juhu, servus! Ja, und seine Sicht ist in der Videobeschreibung verlinkt, das heißt, wenn ihr die Racer-Sicht sehen wollt, dann guckt da rein oder am besten Falle guckt einfach beide Sichten an und murmel Gesundheit oder so, weil... Danke. Ja, man merkt, die Weihnachtszeit, da fordert es manche ein bisschen heraus. Na ja, gut, ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Wir fangen einfach an. Googie geht in seinen extra Channel und Googie, du fängst einfach an, wenn du anfangen möchtest. Und wir stehen quasi bereit, während wir noch unsere Donuts essen und unser Kaffee schlürfen oder so. Genau, ich lasse euch den mal kurz austrinken. Und aufgrund meiner guten Vorbereitung wollte ich noch kurz fragen, ob ich den Rückspiegel, den zusätzlichen, einstellen darf oder nicht. Der Rückspiegel, den zusätzlich. Wenn ich beispielsweise von der Außensicht fahre, kann ich ja oben so einen Rückspiegel hinmachen. Das geht? Echt? Ja. Geht das? Was? Ich glaube schon, oder? Nein. Was? Okay, schade. Hä, das wäre mir neu, dass es das geht. Alter, ich habe mich mega gefreut, dass das geht. Ja. Ja, guck, dachte, wenn du es schaffst, dann darfst du. Ja. Gut, okay, ich dachte, das gibt's. Kann ich mir auch vielleicht zeigen, wie. Und um kurz den Vorwand zu sagen, warum Googie gleich direkt strafrechtlich verfolgt wird, ja, wir haben das jetzt offscreen schon gesagt, aber ich sag's jetzt auch nochmal. Googie ist ja Österreicher und Österreicher sind in Australien nicht so gut angesehen, weil ihr Land wird ja Austria gesprochen und es gefällt den Australian. Warte mal, Guys, wo kann ich das Kennzeichen abändern? Ich will jetzt beabsichtigt hinten auch noch schön AOC reinschreiben. Ja, mach's es. Wo geht denn das denn nochmal? Ja, bei Kennzeichen. Beste. Ah, genau. Vier Folgen Forza Horizon hast du jetzt schon hochgeladen. Ich hab das ganz am Anfang abgeändert und nie wieder irgendetwas dann gemacht. Verdrängt, dass es geht. Ja. Genau. Ja, leider ist es ja so, dass du den nicht individuell pro Auto machen kannst. Ja, das bei Need for Speed. Ja, ja, gut. Einerseits cool, andererseits auch nicht. Ja, man kommt immer auf die Sachlage an. Ja, nichtsdestotrotz, wir sind auch wieder, also ihr seht, ich bin mit der Corvette unterwegs, der Polizeichef oder Chefin eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch. Und eine weitere Corvette ist auch noch am Start und dann haben wir noch Charger und Hammer diesmal. Keine Raptor, diesmal sind Hammers am Start, 3 Stück. Und wieso und warum ich nicht den Polizeichef mache, hat einfach den Grund, dass, wenn später das Ganze in den Overwatch-Modus geht, dass ich einfach weiterhin die Action auf der Straße machen kann und eben Andy einfach der bessere Polizeichef ist. So, da ist schon jemand rausgefahren und wieder weg. Und er ist wieder weg. Ich will den nicht anhalten, der kann weiterfahren. Ja, ja, achso, das ist jetzt der Plan, ja. Ja, also ihr merkt, wir haben gerade Startschwierigkeiten, weil Googie noch nicht will. Ja, ich gehe jetzt mal in den Channel runter und dann starten wir. Ja, 25 Minuten haben wir Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis später. Die anderen hören mich ja noch. Nee, die hören wir nicht mehr. So. Endlich ist er weg. Was? Okay, Byron Bay. 69er Charger RT. Naja, wie viel PS? Alle. Alle. Alle PS! Andi, oh genug. Welche Farbe? Ist das hier der alle PS Club? Farben hat er auch alle. Siehst du den noch? Ich sehe ihn schon nicht mehr. Nee, wo ist der hin? Warte mal, ihr verfolgt den schon? Da vorne fährt er. Controller nicht verfolgt.
Das ist schlecht. Ja, Alter, wie viel. Der hat ja nur Leistung reingebaut, oder? Also ja, deswegen hat der Pirate Bay, weil da halt einer gerade rauskommt. Ja. Also er fährt quasi Goliath-Strecke, Leute. Genau. Quasi fährt er. Ja gut, ich fahr Goliath gerade rückwärts. Fährt der Goliath rückwärts oder in die richtige Richtung? Die richtige Richtung. Goliath, quasi vom Festival aus. Jetzt ist er. Nee, fuck, jetzt habe ich ihn, glaub, verloren. Krass. Also doch nicht Goliath. Ja, ich habe ihn verloren, keine Ahnung. Ich habe ihn eh schon kaum gesehen. Der ist so schnell weggefahren. Ja. Egal, der wird's nicht. Hatte ich auch keine Chance. Soll ich mich direkt schon richtig anstellen? Ja, ich glaube fast, dass wir schon sehr früh in den Overwatch-Modus gehen. Alter, leck mich am Arsch, ey. Okay, also Karten anschalten, Leute. Ja, also rechts ranfahren. Jetzt geht's in den zweiten Modus, den wir das letzte Mal, glaube ich, fast gar nicht gebraucht haben. Guck, fährt Offroad. Murmel, geradeaus. Gar nicht. Ja. Ah, Kupplung, komm. Warte, ich muss erstmal, ich bin ein bisschen langsam beim Karte anschalten. Wir sind auf der Minimap. Ich hab die noch nicht an. Glaube ich zumindest. Murmel, so. Links von dir ist er auf der Minimap. Du dürftest ihn sehen, ich hab die noch nicht an. Ich hab die noch nicht an. Ich war ganz fahren. So. Andi, du kannst auch Gruppenrouten abgeben. Genau, Murmel. Ja, genau davor, du triffst ihn. Nein! Genau, das ist nämlich auch die neue Funktion, der. Er fährt hier lang. Oh, ich hab schwarzen Bildschirm. Ich auf der Seite. Also, Andi, du reden halt immer noch Offroad. Du musst bedenken, das Synchronisieren dauert immer einen Moment, wenn du einen Punkt setzt. Ja, ja. Komm, er fährt diese Straße hier lang. Das reicht ja, wenn du immer noch Offroad unterwegs im Regenwald. Wie machen wir das jetzt am intelligentesten? Ich kann halt auch keine vernünftige Straßensperre machen, weil die kann überall abliegen. Ja, das wird sich ja die Zeit zeigen. Ich denke mal, wichtig ist jetzt erstmal, dass wir eine Verfolgung schaffen, dass wir einfach mehrere ihn verfolgen und dranbleiben, ihn ein bisschen unter Druck setzen. Ciao, Max. Nein, Verbindung zu Horizon bei Online. Wow, Max. Okay, Gugi fährt Richtung quasi an dem See rechts vorbei. Ist halt immer so, die Österreicher sind halt rechts. Genau. You don't say. Ist Offroad gefahren, hat sich ein bisschen abgeschossen, also Monetarisierung. Ja, okay, Profit und Ray fahren schon in die richtige Richtung, das ist gut. Der kommt euch entgegen. Wem? Scarface, Micha, ja genau, das ist okay. Ja, das ist ja im Wald oder was? Nee, links, 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 genau, wieder. Geradeaus einfach weiterfahren. Geradeaus weiterfahren, Ray. Die Gruppe hat ihn getroffen, okay, drumherum setzen. Die ist noch aktuell, ja. Okay. Ja, ich habe jetzt 200 km/h gecrashed. Ich bin verwirrt. Wieso nimmt er auch ein schwarzes Fahrzeug? Ah, er hat sich leicht abgeschossen. Nee, der fährt weiter. Genau, Rüberkordel, geradeaus weiter und Higi links abbiegen, die nächste. Okay. Genauso. Jetzt fährt er wieder Offroad. Ja, ich sehe ihn. Fährt Offroad, ja. Wer ist da vor mir auf der Map? Higi, geradeaus weiter, geradeaus weiter. Achso, der fährt nicht Offroad, sondern der fährt Schotter. Zeig einfach Schotter, das ist. Der hängt da vorne irgendwo. Da ist er. Higi, genau dahin, wo die Gruppenroute gesetzt ist. Ja, ich weiß. Ups, sorry. Das ist ein Hindernis. Ja, der kommt dir immer noch entgegen, Manu. Ah, okay, ich sehe was davon. Was ist das für ein fettes Ding da vorne? Ist das ein Hammer oder was? Ach, scheiße, ich habe nicht getroffen. Ist er grau, beige, dann? Okay, er fährt immer noch weiter nach hier. Ah, da ist er ja. Er fährt weiter nach hier. Habt ihr ihn? Okay, ich hab ihn festgelegt. Wir haben ihn. Nein, Hammer. Ich bin durch und durch gefahren, lass uns das. Leute, der hat sich einfach durchgedeckt. Ja, ich bin durch und durch gefahren. Hex! Hex! Oh, Mann. Achtung, sorry. Alles gut. Als ob wir hatten ihn so schön festgesetzt, dann wird er einfach zurückgesetzt. Ah, das geht nicht gut, ich seh's doch jetzt schon. Er hat sich nochmal abgeräumt, ihr könnt aufholen. Einfach Gas wegnehmen. Also Corvettes am Schlüssel, die zwei, die wir haben. Ja, ich muss mich gerade zurücksetzen. Wer ist denn das da unten? Ach, das bin ich. Wieso bewegt er mich nicht? Prüferkord rechts. Ah. Ja, das war zu spät. Huber rechts. Oder geradeaus durch einfach. Komm, fressen Huber. Ich heiz schon. Links. Das wird zum Wegpunkt. Der Huber fährt keinen Hammer. Nein, er ist gerade nicht vorbeigefahren. Ja, da wird halt Charger auch gut. Da, ja, ich hab geil. Jetzt, Zugriff! Ja, ich muss erstmal da ankommen. Im Schotter fahren ist nicht so einfach mit der Corvette. What der the fuck? Alter, wie hat er einfach durchgegeben? Er fährt auf die Straße zurück. Hat der Allrad drin? Oh, hi. Ich lauf schon fast. Wenn wir leider auf 12 drin. Also so schnell wie der vorher weggezogen ist, glaube ich schon fast. Ja, V12 drin, das hörst du. Ja, ne, umdrehen mal bitte und Porsche. Okay. Fahrt ihr beide, also die Boote sitzen für euch beide, fahrt ihr mal hier hin bitte. Also wir haben noch keinen Stress und erst 5 okay. Minuten rum. Wir müssen innerhalb von 25 Minuten kommen. Ah, kein Bumm.
Ja, an die Zuschauer nochmal als Hinweis, also Google hat keinen Schaden, wir müssen quasi mit den kaputtgefahrenen Polizeiautos versuchen, ihn aufzuhalten. Wir haben aber dafür halt, wie gesagt, alle Assistenten. Wir haben Polizeichef Andi, der quasi die komplette Übersicht hat. Also das Gefühl habe ich auch, ja, da ist ein Zugriff. Gerne umdrehen. Jo. Haben wir jetzt eine Hammer-Idee, Alter? Ja, wäre es echt. Das wäre der Hammer. Wär der Hammer. Doch, also fährt ungefähr nach hier jetzt. Ja, das war gerade nicht so. Bei mir hat es gerade richtig geleckt. Problem ist halt, wenn er die ganze Zeit Offroad geht, wir gehen an den Bäumen kaputt, er nicht. Ja, ja, das ist ein bisschen stehen. Ich jetzt sehen würde. Das stimmt aktuell. Schaden. Ja, die Bühne ist aktuell und Cookie steht genau da. Warnus draußen, gell? Ja, mein Spiel hat sich verabschiedet. Er liegt auf der Seite. Jetzt liegt er auf dem Rücken. Er hat sich zurückgesetzt? Ja. Nein, ich hab mich auch gleich zurückgesetzt. Nein! Nein! Ja, ich glaube, wenn er auf dem Dach oder so liegt, dann wird es schwierig, ihn festzusetzen, weil das Spiel ihn dann zurücksetzt. Ja. Wir müssen ihn so halt festsetzen. Wir müssen halt mehrere Leute rankriegen, aber da müssen wir jetzt gucken. Micha, fahr du mal hier hin, bitte. Sorry. Die Richtung. Da, wo die Gruppe ist. Ja, das ist immer die Frage, wie das laut im Moment besagt aktualisiert ist. Ja, ja. Wo ist denn die gerade? So. Hier die Gruppenroute vor lauter Bäumen. Sorry. Ja, ich hoffe, dass er jetzt mal endlich den scheiß Regenwald verlässt, ey. Wohin fährt er? Das ist kein Terror für eine Corvette. Ja, der Reifen war rum und fährt. So, Andi ist an raus. Andi ist aber kein Dings mehr. Ja, Andi kriegt jetzt gleich, wenn er wieder drin ist. Scarface ist so. Micha, gib Andi da die Rechte. Ja, ja, erstmal muss er wieder rein. Micha, kann ich Andi auch raus? Ja, nee, das schaffe ich nicht. Ich kann auch schon. Ich resette mich an. Ja, schön, der Geist ist durchgefahren. Bidu, 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 Bidu. Haben auch alle Hammerfahrer die Zugkuppe drinne. Tschüss. Aber so wie es ausschaut, verlässt er endlich mal den Regen, weil jetzt kommt nämlich endlich das Terrain für Higi und mich. Ja, ich bin gleich wieder drin auch. Ja, aber jetzt sitzt er halt auf seine Power. Scheiß auf seine Power. Prüfer kann keine Kurven fahren. Wohin? Links rum. Ist er schon zweimal durch mich durchgefahren. Die nächste, das Dreieck geradeaus und dann links. Also hier hin. Gruppenroute aktuell noch? Ja, links, hier, links, links, links. Nee, sie nicht. Jetzt kann, Andi, du kannst mal wieder setzen, ich hab dich zum Mann verrückt gemacht. Ja, hier hin. Ich hab jetzt Sichtkontakt endlich mal wieder. Jo, ich bin jetzt mit Fahrrad und Welt. Genau, der ist der erste Wagen in der Kolonne. Nee, das kann nicht wahr, das ist Ray. Ach nee. Ich bin vorne, ja. Ich bin direkt dran. Also ich versuche jetzt auch erstmal nur dran zu bleiben, weil das macht ja keinen Sinn, alleine ihn irgendwie versuchen abzudrängen. Ja. Ist die Route aktuell? Ja, links hier. Er ist jetzt Richtung Aufruhr. Das Problem ist, dass er ab und zu ein bisschen rumlaggt und zum Geist wird. Macht's gerade nicht einfach. Hat sich festgefahren, überschlagen vielleicht. Ja, ich überhole ihn vielleicht grad. Ein bisschen so koordinieren, dass wir irgendwie vor ihn kommen, weil momentan vielleicht kommt eine Riesenschlange einfach hinter ihm her. Bind ist ja gut, wenn der Racer auch Schaden hat, weite Schaden an. Ja, aber das Problem ist, wenn der Racer Schaden hat, dann ist das super schnell vorbei. Dann wäre das schon gut. Ja. Dann muss entweder der Racer, so wie in unserem ersten Format, also quasi das Most Wanted in der ersten Ausgabe, was wir gemacht haben, ein extrem schnelles Fahrzeug haben, also total übermächtig sein. Moment hier. Und wir als Cops dürften weniger wissen. Dann ist es halt mehr ein Geduldsspiel, ne? Also quasi das mehr Nervenkitzel natürlich. Oder aber hier in dem Format oder in der Variante ist halt mehr Action. Also es sind beide Varianten gut. Wie gesagt, wir wollen jetzt nur nochmal auch an die Zuschauer die Variante nochmal machen, weil sie das letzte Mal halt ein bisschen blöd war. So, jetzt wo ist er denn jetzt hin? Der ist geradeaus. Ja, hier hin. Oh nein, 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 nein. Ja. Er ist da gerade gegen den Baum gefahren. Meine Corvette ist so langsam halt ziemlich kaputt. Rechts, hier rechts. Und Sigi dann auch direkt rechts. Nur die Autobahn. Okay. Richtig. Dann geht's zum Fest. Fährt er auf der Autobahn gerade? Ja. Er fährt vorne auf der Autobahn. Ja. Welche Richtung? An die, wo von links und rechts Richtung, kommt, passt Richtung auf. In die Stadt rein. Ja, Richtung Surfers Paradise jetzt. Ja, linke Stadt. Straßenseite. Aber auch. Ui, ja, die Heuballen machen richtig viel Schaden. Sogar. Ja, ja. Die sollst du vermeiden. Jetzt erwechselt gerade die Spur auf die rechte Seite. Ah, ja. Schon wieder rechts. Ja. Achtung, Ray. Oh, heute haben wir es aber. Ja, der eine Corvette ist so ein bisschen kaputt, oder? Ja, 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 ich hab die von Anfang an, ich hab mich nicht einmal zurückgesetzt. Profit, schau du mal, dass du hier hinkommst.
Das ist quasi Eingang Paradise. Boah, und Topspeed hat er aber echt. Ich bin dabei. Ja, gut, ja, ich glaube, da ist ein Modo reingewählt. Weißt du, genau das war ja eigentlich die Idee, dass es nicht passiert. Der hat sich überschlagen. Ja, der hat halt ein V12 reingesetzt. Dann würde er gleich erst starten. Aber das werde ich ja ähnlich als Razer. Gegenfahrbahn, alle Kopf bitte Gegenfahrbahn. Oh! Er fährt zurück. Hat er gezählt oder was? Ja, ich hab ihn! Nein! Nein, ich bin auch vorbei. Fährt er wieder Richtung Outback auf der Autobahn? Ja, nicht. Auf der Kordel, was ist der Gegenfahrbahn nicht zu verstehen? Hä? Gut, Kordel. Er ist jetzt auf der... Ja, doch wieder Gegenfahrbahn. Fährt er für sich im Gegenverkehr oder fährt er auf seiner Spur richtig? Für sich im Gegenverkehr. Für sich im Gegenverkehr. Okay, dann muss ich nach rechts und nicht nach Service fahren. Sorry. Kein Problem, alles gut. Rechts. Boah, mich hat so ein Hammer geschlagen, mein Auto ist richtig kaputt. Und Tim Porsche fahren dann auch bitte auf die Gegenfahrbahn der Autobahn. Ja. Ja, der ist wieder aber aggressiv. Er bremst ab. Darf ich ihn? Ja, doch nicht. Boah, instant 100% Karosserieschaden. Das ist mir ganz, meine Karosserie ist auch schon komplett am Arsch, aber scheiß drauf. Pass mal auf, Andi, kannst du euch gut aktualisieren? Porsche, Sigi und Schuber, Straßensperre auf der Gegenfahrbahn. Ich dachte, der Hammer ist im Panzer. Ja, an der Brücke. Direkt da, wo ihr seid. Ah. Wir müssen sich jetzt beeilen, weil... Er bremst ab. Andi, kannst du um. Als ob er das gerufen hat. Genau, ach, er fährt, jetzt auf der richtigen Fahrbahn. Ja. Ja, ich steht hier noch gut, ich steht gut. Ah, okay. Ja, dieser Eier, ja, der über den Acker. Hat der wirklich die Minimap aus? Ich habe so langsam das Gefühl, er hat es irgendwie nicht. Na gut, das hat er gesehen wahrscheinlich. Gibt's doch nicht. Bitte unten, Mobile Festival rechts raus dann. Jawohl. Nee, ich muss halt dazu sagen, dass Ruby jetzt auch zum ersten Mal natürlich das Format mitfährt und die Probleme der letzten Folgen nicht so ganz mitgekriegt hat. Keine Ahnung, weil genau das wollten wir ja eigentlich vermeiden, dass der Racer jetzt in der heutigen Ausgabe zu viel Power hat. Ich würde sagen, man sollte ein PS-Limit reinziehen. Ja, ja, ich hab halt, wir haben ihm halt, also zur Erklärung, wir haben ihm halt ein LI-Limit gegeben, aber das hat er halt natürlich vor allem in Leistung investiert. Er hat sich das Ding ist ein Vollaufbau mit V12. Ja, klar. Weil er dreht um. Ja, er dreht um. Ich bin ich hab ihn bei der Stadt. Ja, ja, ja. Relativ festfahren, fest. Andi, passt jetzt von der Richtung? Wir müssen ihn halt richtig irgendwo dagegen drücken können. Jo. Geil, ich glaube, meine Corvette ist jetzt am Arsch, dank den Hammers. Meine auch. Ja, ich Profit genau geradeaus und hier hin. Muss ich hin, weil ich fand es hier planlos auf der Straße rum. Route folgen oder nicht? Sorry Ray, ich hab nur eine große Wolke gesehen, ein schwarzes Fahrzeug drin, dachte mir... Der erste? Ja, ja, ist gut. Mein Auto war eh schon ziemlich fährt jetzt Richtung Outback. Ja. Ich fahr ihn ab. So, ich glaube, ich bin bei Yara Veli jetzt, glaube ich, raus. Profit davor setzen und abbremsen. Hab ein bisschen gebremst. Hat nicht funktioniert. Maybe so styled. Gut, ich probiere jetzt nochmal eins. Okay, Ray und Jim links rum, bitte. Und zwar komplett. Also bis ihr dann quasi wieder am Ende der Autobahn rauskommt. Ja. Ja, alles klar. Glaubt, er wird euch entgegenkommen, bin ich mir ziemlich sicher. War schön, wieder mal über 300 zu fahren. Kratzt gerade auch nur so die 300. Mach mal runter, Anteil. Grad vorher nicht. Ein Auto kann auch nicht mehr geradeaus fahren. Oder abkürzen irgendwie. Wenn du just ohne Abzubäumen abkürzen, also folgt der Route lieber. Versuch die ganze Zeit Nitro zu drücken, aber gibt er hier. Er fährt auf die Baustelle. Er fährt auf sie, auf die Baustelle. Gold das ist jetzt kompliziert. Da kann ich auch relativ wenig machen. Wo ist er denn jetzt? Gold auf der Baustelle. Auf der Baustelle? Nein, Goldmine. Goldmine ist das. Goldmine ich doch. Okay. Sigi, der kommt dir entgegen, rechts. Aber das wäre aber auf jeden Fall eine Aktion. Ja, hier ist er unten. Da kann ich euch halt jetzt nicht... Nein, 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 Kanal. Den Kanal dicht machen. Auf der anderen Seite ist ein... Wow. Ja. Er ist halt niemand auf der anderen Seite. Verkehr. Ja, ich fahr jetzt erstmal dahin. Ich fahr, ja, Ray fahr mit aus. 280 ja, Offroad. Umdrehen, Ray. Was umdrehen? Ja. Gut, das ist der Moment, wo ich mein Auto reparieren muss. Alles da vorne ist er halt raus. Ist er noch ja, der Erste, der jetzt rausfährt. Ja, er fährt nach unten. Ja, ne, der kommt dir entgegen. Okay. Soll ich gerade nur durchfahren? Prüfer Kordel einmal rechts auf die rechtere Seite wechseln.
Auf die rechte Seite. Auf die rechtere Seite. Auf die rechtere Seite von den beiden rechten Seiten, weißt du? Ja, recht. Bidu, bidu. Ich bin an dran. Ja. Okay, wieder umdrehen, Prüferkorte. Also, dahin, wo ich zum Durchschaden gekommen bin, ja. Genau. Problem ist, die scheiß kleinen Dinger, die Baum. Auf dem Weg nehmen, die machen auch mega Schaden. Durch. Vorsicht an die beiden, gerade vom Radcharger. Oder warte ich mal. Ich bin jetzt das Führungsfahrzeug. Das Führungsfahrzeug. Das hast du jetzt auch wieder durch. Ja, gerade durch, gerade durch. Demonik. Er fährt jetzt quasi Goliath-Strecke da hinten rum, nur halt rückwärts. Jetzt Max. Bremst er ab und jetzt geht er Offroad. Jetzt ist er gegen Baum geknallt. Festsetzen. Es geht. Ja, nee, schwierig. No shit. Problem ist halt, wenn ich halt da reinrase, so wie er das tut, dann ist mein Auto futsch. Prüferkorte, die nächste rechts abbiegen. Dann muss euch links die Route folgen. Die nächste der fährt rechts jetzt, abbiegen. Der fährt jetzt quasi die Hillclimb-Strecke, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh. Ich nehm's Gefahrenschild. Oh, das ist gut. Das sind sehr enge Stellen. Prüferkorte, versuchen wir eine Straßensperre zu machen. Ist er gesprungen? Okay. Ah, okay. Er ist gesprungen. Er ist gesprungen. Nee, der ist gesprungen. Och nö, spreche ich hinterher. Das mache ich jetzt auch, aber so ich glaube, ich habe mehr Schaden dadurch bekommen. Sich, ja, natürlich. Er hat sich festgesetzt. Ich setze mich ich muss wieder abbrechen, das kannst du vergessen. Den Sprung hat mich zerstört. Ja, wohin soll ich? Rüberkorn, der kommt dir entgegen. Ah, okay. Andi, wohin soll ich? Ja, es wäre schön, wenn ich jetzt eine. Ich bin Goliath bei dieser Hillclimb-Strecke, wo die startet. Ich bin Jaravelli gespawnt. Folge ist mal der Route. Okay, bring nicht, dass er gegen Baum gefahren ist, weil er allein ist. Jaravelli, Profit links. Ja, das brühe. Bin okay, dran, erst links das, abgewogen. Das könnte interessant werden. Profit geradeaus. Zum Jaravelli. Kommt ihm entgegen? Alle die Jaravelli sind jetzt links abbiegen. Ja. Route folgen. Route folgen. Jetzt ist nur die Frage, wo er abbiegt. Profit fahrt geradeaus weiter. Nee, bleibt da. Links, links, links. Er biegt nach links. Der fährt hier hin. Der fährt hier hin. Abblocken. Also auch ihr beiden links abbiegen, Porsche und Ray. Ja, er fährt Offroad. Ja. Ne, ich habe ihn von der Straße gedrängt. Ja, jetzt fährt er wieder diesen Schotterweg da. Offroad, Schotterweg, ja, das ist Autobahn. Das Problem ist, dass er hat viel zu viel Power. Er hat wahrscheinlich auch Allrad. Im Prinzip genau das, also an auch die Zuschauer, das war ja das Problem schon in der letzten Folge. Ah, wir wollten ja, dass der Racer also nicht schneller ist, als also quasi dieses Need for Speed-Effekt, dass die Cops halt einfach schneller sind als der Racer, damit der Jagte, also der Racer die Cops kaputt crashen muss. Das ist ja in dem Fall jetzt gar nicht der Fall, weil Gookie quasi unsere Vorgabe jetzt umgangen hat und die Problemstellung, die wir hatten, jetzt halt nicht verstanden hat, so wie es ausschaut. Aber wir spielen jetzt gleich noch eine zweite Runde, werde ich jetzt wieder Racer sein. Dann wird alles besser. Ja, ich sag das mal so, ich werde auf jeden Fall safe einen Heckantrieb nehmen, weil ich glaube, der hat auch Allrad gemacht, so wie der unheimlich. Auf jeden Fall. Ja. Anders kommt der, glaube ich, gar nicht auf den LI. Big Ehre. Und, Andi, soll ich gerade durchfahren? Ja, und werde auch nicht zu viel Leistung haben. Nee. Das bringt relativ wenig. Nee, fahr rechts rum. Ja, gut. Oh, Charger. Warte, ist die Route aktuell? Achso, ja, okay. Mehr oder weniger. Schon. Also so schnell, wie es geht halt. Ja. Fahr bitte auch dann genau die Straße, wo deine Route anfangs lang geht, vor dem Abbiegen, fahr die genau lang. Ach man. Jetzt ist halt gerade Strecke, da kann ich gar nichts machen. Du musst halt schauen, dass dem Einheiten entgegenkommen. Ja, das ist nur schwierig, weil er die ganze Zeit kreuz und quer fährt. Er hat halt keine klare Linie zu erkennen. Er fährt wirklich kreuz und quer durchs Gelände etc. hinher und alles. Das ist ja. Ja, vor allem ist mit dem Geld. Wären doch vier Hammer besser gewesen. Könnt ihr die Gruppenroute machen? Ey, bloß soll ich die aufstehen, die vier Hammer? Ich weiß nicht, wo er lang fährt. Das Problem ist, die Hammer sind ja zu langsam, um ihn zu verfolgen. Das heißt, die Hammer kannst du nur zum Blocken nehmen. Wie schnell ist dein Topspeed? Schnell. Rüberkorte, kommt der entgegen. 92. Ah, okay. Also auch, Rüber geradeaus durchfahren. Die Hammer. Achso, warte, er kommt mir links entgegen. Die Hammer gehen auch genau da, wo du lang fährst. Ist er der, der Offroad fährt? Er fährt schon. Er fährt halt immer direkt Offroad, das ist ein bisschen blöd. Andi, Offroad sollte halt immer als letzter Ausweg halt genommen werden. Oh, mit welcher von den 8000 Punkten bist du? Da, auf dem Highway. Aber bist du auf dem Highway? Ja. Du hast das Festival gerade rausgekommen. Warte, Andi, ist der gerade links von mir? Ja. Ja, der ist da oben an der Scheune. Jetzt fährt er komplett. Ach so. Warte, ey, ich glaube, es geht morgen vor. Die Hammer gehen über 300, 310. Manu, ja, rechts aber abgehen, bitte. Und Prüferkorte auf 90 Grad Winkel rechts. Okay.
Oder da geradeaus durch kannst du auch machen, wenn du willst. Ja. Ray wäre auch gut, wenn du dann. Der fährt schon wieder weg, ey. Nicht bauen, nicht bauen. Okay, Ray, fahr die Route einfach nach. Im Route Hammer. Kannst du machen aus voller Begeisterung. Er fährt auf dem offenen Weg Richtung Stadt Westerum. Micha, fahr mal da, wo du, wenn du aus der Stadt zum Tunnel rauskommst. Ja, zum Tunnel. Weißt du, was ich meine? Ja, fahr erstmal zum Tunnel, genau. Wir haben noch 4 Minuten. Okay, langsam wird's jetzt doch knapp. Ja. Ja, das wird auch nichts, also. Nee. Ich glaub nicht, dass wir den festhalten. Das hat einfach zu viel Power. Wie fährt er gerade, Andi? Er ist quasi Offroad raus, wenn du aus Paradise rausfährst beim Tunnel. Fährt er gerade Richtung Kreisverkehr oder gibt es dann die Füße? Tunnel ist abgesperrt. Er fährt durch die Art. Nee, fährt er doch nicht. Er fährt durch den Tunnel. Er fährt links, oder? Tunnel! Weil ich bin jetzt gleich beim großen Kreisverkehr. Micha Sperre. Ja, alleine den dicken Weg nicht machen. Dann mach dich mal ein bisschen dicker jetzt. Tut mir leid, ich steig aus. Andi, ich bin gerade bei Surfers Paradise, wo soll ich hin? Soll ich den Kreis dicht machen? Du bist Surfers Paradise, fahr mal Richtung Kreise. Ich muss den Kreis schnell dicht machen, da bin ich jetzt. Mach mal einen Schlenker um mich drumherum. Fahr die erste Ausfahrt rechts, Murmel. Und dann die linkere Abzweigung. Steht schon auf der Karte. Genau, Surfers, ja, jetzt, Andi. Ja, wo ist er jetzt genau? Zum Kreisverkehr. Er fährt Richtung Kreisverkehr, durch der Örtchen, er fährt eine Seitengasse. Murmel links. Und ich hab überkorte genau geradeaus weiter. Okay. Und dann links. Okay. Der Route im Prinzip. Ja. Wo aus dem, wo aus dem Festival raus? 10. Überkorte kommt dir entgegen. Ah, scheiße. Ist die Route aktuell? Nein. Mehr oder sie weniger. Sie war es gerade eben. Okay. Er fährt so Richtung Festival. Profit jetzt rechts abbiegen, also die, die kommt. Ja, nee, schon vorbei. Ja, schon vorbei. Dann die nächste wieder rechts direkt. Nicht stehen bleiben. Geradeaus. Hä? Fährst du hin? Er hat Allrad und V12. Du siehst es, wenn er um die Kurve driftet. Ja, genau, fahr jetzt genau dahin. Rechts. Da hat er nämlich so eine Seitenneigung, da sieht man den Kopf. Ja, nee, du siehst an der Reifen. Ja. Die sind durchdrehen vorne. Oh shit. Also da, wo die Mega-Traube ist, er da wird er wohl sein, wa? Haben wir noch irgendeinen über rechts? Nee, er fährt oben durchs Büro, durchs Bürogebäude da. Ah, scheiße. So, ja, okay. Komm, ich hab Sichtkontakt. Und kreise dann die erste Ausfahrt. Okay. Bin los, schnell. Ja, Cooper cordelt mich ja recht. Nicht mich! Sorry. Ja, ich seh ihn schon auf der Minimap. Hä? Ja, durchgebacken, bitte! Oh Mann! Dritte Mal! Ja, der leckt halt auch wie Sau, das ist echt ein bisschen doof. Sigi, umdrehen. Also wir sehen uns alle einig, Cookie ist ein verdammter Cheater, ja? Der lädt bestimmt gerade nebenher ein Video noch hoch, damit er einen schlechteren Upload hat. Ich hab auch noch ein paar Videos. Ja, wollen wir doch umdrehen, bitte. Wäre ich recht? Der ist ja gerade Küstenstraße. Wer ist ich? Naja, es fährt wieder Richtung Straßenbahn hoch. Haben ihn getroffen. Ach, okay. Ja. Rechts, ja, rechts jetzt. Andi jetzt links wieder. Gut, der war auf der Brücke, ist genau. Straßensperre. Nein! Ja, dann vorbei. Pff. Okay. Ja, das war. Gott, mein Hammer ist schon wieder total im Eimer. Ja, noch nicht Richtung Kreisel. Goliath-Strecke fährt er jetzt in der Stadt. Goliath-Strecke. Porsche umdrehen, Murmel, Porsche folgen. Andi, ich bin gerade Festival. Okay, umdrehen. Wohin? Nach oben einfach. Ich kann mich opfern, ich kann mich Feuer vor den werfen, mein Hammer ist mich komplett im Eimer. Ja, ja, wenn er das wenn du es schaffst und wenn er nicht durchleckt, ja. Ich habe so das Gefühl, dass seine Xbox sagt. Er fährt gerade Küste, oder? Prüferkordel. Was hab ich Andi? Ja, Parkplatz. Er ist beim Parkplatz, also fahr mal die Festivalroute lang. Komm, der ist runter. Oh Gott, ich hab schon Motor. Er fährt wieder nach oben. Er fährt wieder nach oben. Murmel, schau, dass du so schnell ja, ganz nach Norden. Mach den Zipfel da dicht, da sitzt du in der Falle. Genau, Profit. Fährt er ganz hoch oder? Ja, er ist ganz oben jetzt. Profit fahr mal direkt rechts und Bjarne fahr auch direkt rechts. Micha fahr geradeaus weiter. Ja. Murmel ist halt langsam so richtig broken. Profit geradeaus, Higi geradeaus. Fährt er quasi die Straßenbahnstrecke wieder runter. Ja, Micha, Profit, mach dicht, der kommt. Ja, der ist schon dran vorbei.
Knicken. So schnell wieder. Manu. Nach. So schnell kannst du gar nicht reagieren. Das ist, die Straßen sind viel zu breit. Mach einen kleinen Schlenker, ist er vorbei. Der Straßenbahnstraße. Oh, BMW. Problem ist, der fährt halt. Der ist rechts in einer Spur. Zeit ist eh vorbei. Der ist gerade in drei Spuren auf mich zugefahren. Der hat sich einfach so zwischen drei Spuren hin und her geportet. Ja, das ist ein richtiger, regiger Cheater. Komm, fahr an. Huber, so, ich zieh ihn mal wieder zu uns. Ich zieh ihn mal wieder zu uns. Übersetz den ersten Gang kürzer. Aus. Das ist vorbei. Max, der hat 3,5 Tonnen. Das geht nicht besser. So. Ich wollte gerade sagen, das Leistungsbeschreiben der Polizei heutzutage ist nicht mehr das Beste hier. Und ich muss tatsächlich sagen, dass Gubi leider ein Fehler in der Matrix ist. Weil er hat einfach meine Vorgaben gekonnt, quasi umgangen. Wir haben ja extra diese Leistungsindexbeschränkung gemacht, weil wir ja das Problem hatten, dass die Racer zu viel Leistung hatten. Jetzt hat natürlich Gugi genau das Fahrzeug genommen, den Umbau gemacht, der sich nur auf Leistung beschränkt hat. Genauso auch das mit Allrad, das war ja schon so eher so Zwinger, eher nicht nehmen, hat er gemacht. Achso, du hast gesagt Allrad oder auch was anderes, ja, da habe ich mir gedacht, ja, mit Allrad habe ich Zwinger gemeint. Ich habe gesagt, es darf ruhig Heckantrieb oder Frontantrieb sein, habe ich gesagt, ja. Aber ist egal. Ja. Gut. Im Prinzip hatten wir jetzt mehr oder weniger genau das gleiche Problem wie schon in der letzten Ausgabe, also quasi aus dem Fehler nicht gelernt. Dennoch hat man mal aus meiner Sicht ein bisschen die Kopfsicht gesehen und vor allem auch die anderen Stimmen gehört, das ist ja auch mal nicht schlecht. Wir drehen das Ganze jetzt um und versuchen jetzt natürlich aus dem Fehler der letzten Cops vs. Racer Most Wanted, beziehungsweise auch der gerade eben Ausgabe zu lernen. Ich nehme nämlich jetzt ein Fahrzeug, was eben jetzt nicht von der Leistung extrem übertrieben ist oder aber auch Allrad hat, sondern eben mit Heckantrieb. Lasst euch mal gleich überraschen. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut und dann bin ich auf der Seite des Racers und dann gucken wir mal, ob die Cops tatsächlich es schaffen, mich aufzuhalten und beziehungsweise wie viele Cops ich zerstören kann. Nämlich das ist meine Aufgabe heute. Ich möchte die nämlich kaputt machen und das ist ja eigentlich auch die Idee dieser Most Wanted-Version im Vergleich zur ersten Version, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Nämlich, dass es darum geht, dass der Racer nur dadurch hinkommen kann, wenn er die Cops kaputt crasht. So, wunderbar, kleiner Cut. Bis gleich. So, die Seiten sind getauscht. Ich habe mich jetzt mal in den C63S Coupé in der Pixar Performance Variante reingeschmissen. Der ist eigentlich so von einem Leistungsindex, wo wir uns oder was wir anstreben, eigentlich ganz gut unterwegs. Heckantrieb hat ordentlich Power, aber halt jetzt eben nicht so, wie jetzt Gugi das gerade gemacht hat, dass ich jetzt komplett wegfahren kann. Also das heißt, dieses Fahrzeug ist jetzt hier tatsächlich zum Rammen bestimmt. Und gucken wir mal, ob das was bringt. Der Polizeichef ist jetzt Hansam Huber und sein Adjutant, das, was ich jetzt quasi vorher gemacht habe, macht jetzt Gugi. Das heißt, wer auch die Sicht der Cops sehen will, guckt weiterhin auch bei Gugi zu. Am besten vielleicht beide Sichten parallel. Die sind schon bereit, ich kann loslegen und ich würde sagen, ich gehe einfach auch mal raus und sobald ich draußen bin, lasse ich die Zeit laufen. 25 Minuten auch für mich zu entkommen. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Bis jetzt sehe ich noch gar niemanden. Keine Ahnung, wo die stehen. Aber egal. Ja, ich fahre jetzt einfach mal vielleicht da stehen sie. Wegen synchronisierten Verkehr. Ja, dann gucken wir mal, ob wir denen gleich entkommen können. Beziehungsweise, ob wir die kaputt crashen können. Das ist jetzt nämlich meine Aufgabe hier. Direkt schon mal den Kopf ein bisschen nerven. Ja, ich habe eh diesen neuen Lack, ne? Dieser neue PXH Performance Lack, der geht nicht kaputt. Ist Lack kratzresistent. So, jetzt probieren wir mal was aus. Ich glaube, das war Gugi, der leckt nämlich ein bisschen durch die Gegend. So, da kommt jetzt der Polizeichef. Das heißt, der ist noch nicht im Overwatch-Modus. Ist okay, der hat mich jetzt gerammt. Der dürfte jetzt aber auch schon ein bisschen kaputt sein. Das macht nichts. Also solange sie noch so einzeln sind, macht das gar nichts. Da habe ich kein Problem damit. So, dann kann man die auch so ein bisschen kaputt crashen. Ja, crasht euch nur an mir vorbei. Ich habe einen Panzer. Ich fahre nämlich einen AMG. So. Das passt schon alles. So, ich muss nur aufpassen, wenn die nämlich zu viel werden, dann könnte es sehr gefährlich für mich werden. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich die so einzeln bisschen kaputt ramme. So, sehr schön. Da ist schon jemand rausgeflogen. Der Leader wieder dieser Geschichte.
Also bis jetzt noch keinem Hammer begegnet. Die sind nämlich eine ernste Gefahr. Wenn die mich böse rammen, dann die können mich schon mal gut wegkicken. Die Hammer werde ich auch nicht so groß kaputt kriegen. Also die Hammer muss ich wirklich durch die Verfolgung oder durch das schnelle Fahren entkommen. Und die anderen muss ich eigentlich so ein bisschen kaputt crashen. Die versuchen jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen dran zu bleiben. Ich muss jetzt schon versuchen, die eigentlich schon auszuschalten. Quasi wie bei Need for Speed. Eher versuchen, die ein bisschen auszuschalten. Okay, der drückt mich jetzt hier ziemlich krass dran. Ja, die crashen sich jetzt hier ein bisschen gegen ab. Die Dummkopf! Können doch nichts! Gut ist, dass man die Namen nicht sieht. Das heißt, man weiß jetzt gerade nicht, wen man beschimpft. So, jetzt gucken wir nochmal. Aber so habe ich mir das schon eher vorgestellt, dass sie halt dranbleiben. Dass man die versucht, ein bisschen abzucrashen. Ihr seht auch, es sind auch gar nicht mehr so viele jetzt hinten dran. Also ich glaube, ein paar habe ich schon kaputt bekommen. Oder beziehungsweise sie haben sich gegenseitig kaputt bekommen. Aber das ist ja oft so bei so einer Verfolgung, dass die Cops sich oft gegenseitig kaputt fahren. Ich muss nur ein bisschen aufpassen nach vorne, dass da jetzt nicht gleich was Schlimmes kommt. Das ist aber alleine, das mag ich nicht. Der soll weg. Ich will den nicht mehr haben hier. Was macht denn der da hinten? Der haltet Abstand. Der Drecksack. Der Drecksack. Pass mal auf. So nicht, mein Freund. Boah, hab ich Wheelspin, ey. Aber das dürfte ihm auch schon wieder ein bisschen Schaden gegeben haben. Jetzt pass auf, jetzt fahre ich in die Richtung. Aber ich glaube, ich kann ihn jetzt wegfahren. Ich versuche mal, aber da kommt was Neues. Oh fuck, da kommt ein neuer. Das heißt, ich muss mich jetzt schon beeilen. Und vielleicht versuche ich jetzt hier einfach die gleiche Route nochmal zurückzufahren. Ne, ich habe eine Idee. Ich mache einfach mal den Googie. Ich fahre jetzt einfach hier Offroad. Und beziehungsweise auf dem Schotterweg. Und dann mache ich diesen bösen Sprung, weil das zerstört die auf jeden Fall. Die Verfolger, die wir gerade am Start haben, am Stippel. Und Sprung! Ins Glück. Oh, direkt am Baum hängen geblieben. Scheiße. Das war nicht der Plan. Ah, komm du. Dich jage ich hier mal an irgendeinen Baum oder so dran. Oder auch nicht. Ja, was macht denn der jetzt? Komm, komm, komm. Put, put, put. Er traut sich nicht. Ah. Ja, der versucht halt dran zu bleiben. Ich glaube, das Problem ist, dass der Polizeichef aktuell gerade, glaube ich, nicht da ist. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen verkackt. Jetzt ist er da. Jetzt kommt ein Hammer. Das ist gefährlich. Jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern geschossen. Jetzt habe ich nochmal Glück gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Katze Maus gespielt. Das ist ja schon mal schief gegangen. Der sich erinnert an die letzte Most Wanted-Ausgabe, als ich mit dem Regera unterwegs war. Da habe ich auch ein bisschen zu viel Katze-Maus gespielt. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen nicht aufgepasst. Ich versuche trotzdem, den jetzt ein bisschen wegzurammen hier. Charger hat halt echt gut Masse. Alles gut noch. Ah, die Hammers, die sind halt fies. Aber alles gut. So, dann fahren wir doch mal zum Teil unsere Offroad-Teststrecke jetzt ein bisschen ab. Kommt ein Hammer geflogen. Mal gucken, ob sie die Teststrecke kennen. Ja, ich fahre die jetzt einmal mal ab, auch wenn das mit dem Auto jetzt eigentlich nicht so die beste Idee ist, aber ich fahre es jetzt einfach mal. So, jetzt bin ich leider ein bisschen vom Kurs abgekommen, aber ist ja auch nicht schlimm. Müssen sie ja auch nicht komplett abfahren, die Teststrecke. Müssen die ja noch ein bisschen aufhalten, ne? Da kommt der Hammer. So. Oh, Straßensperre. Hilfe. Ja, einer allein wird er nicht berichten. Der war fies. Da hat er mal den Arsch rausgestellt. Mit seinem Fahrzeug.
Da kommt der nächste Cop. Okay, jetzt kommen sie aber hier gerade in Scharen. Bösen, bösen Cops. Aber ich glaube, jetzt Hansam Huber ist halt wieder da, als Polizeichef. Der macht es mir jetzt gerade ein bisschen schwer. Das war zu schnell. Lieber Hammerfahrer. Bananenfelder! Juhu! Wie geil das stellenweise ausschaut. Wie die sich gegenseitig kaputt fahren. Guck mal die Kolonne da hinten an. Der scheiß Hammer ist auch noch verdammt schnell, ne? Pass auf, jetzt probieren wir mal was aus. Gucken, ob es gelingt. Ja, nicht gepasst. Ich hätte früher bremsen müssen. Die Bremskraft ein bisschen überschätzt. So. Da schießt aber jemand richtig neben raus. So, jetzt wird es auch noch nachts. Das macht es natürlich nicht einfacher unbedingt. Und zumindest nicht für mich. Die mit der Minimap haben sie ja quasi eine Nachtsicht. So, ständig wieder Verbindungsprobleme. Ja, die Horizon-Server sind halt auch echt nicht mehr so gut, ey. Also, die gibt's echt mega, die Probleme. So, bis jetzt. Also, wenn ich Vollgas gebe, trotz dass ich jetzt nicht das stärkste Fahrzeug habe, haben sie wirklich Probleme dran zu bleiben. Wäre interessant zu sehen. Na, vielleicht ist doch die erste Variante von Most Wanted doch die bessere gewesen. Da war zwar nicht so viel Action an sich, aber die Spannung war doch deutlich höher, weil man selber halt eben Schaden bekommen konnte. Dem her nicht schlecht. So, einer allein versucht eine Straßensperre, dass das nicht gelingt, ist klar. Der fährt vorbei, der fährt auch vorbei. Die weichen alle aus. Alles klar. Kann man es natürlich auch machen. Der hat gesessen, aber alles gut. Pass mal auf, wir kehren einfach mal beim Festival um. Wenn der Hammer da nicht wäre und mich nerven würde. Oh, jetzt bleibe ich hier dran hängen. Das ist nämlich nicht so schlau. Glück gehabt, dass sie jetzt da nicht so schnell zugestellt haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Hammer machen ja echt ein bisschen, sonst würde ich mehr auf die Konfrontation eingehen. Aber da die quasi einen Hammer am Start haben, ist ein bisschen blöd. Oh, eine Corvette, ein seltener Anblick, lässt sich auch mal wieder blicken. Oh, da kann man dagegen knallen, okay, alles klar. Put. Der Hammer. Muss mal ein bisschen aufpassen. Mal gucken, dass wir irgendwo mal eine Wende hinkriegen. Also mal kurz umkehren können. Dass wir entgegen der Leute hier fahren können, so ein bisschen. Ah, das ist immer blöd, wenn man die Handbremse anschmeißt, um das Heck ein bisschen rumkommen zu lassen und die quasi dann einen hin anecken, was natürlich komplett richtig ist, dass sie es machen. Aber dadurch haben wir jetzt die Wände hingekriegt und alle sind da auf einem Pulk und haben Probleme. Ja, bis jetzt fehlt ihnen noch die taktische Raffinesse, hier irgendwas reißen zu können. Power, der saß.
So, jetzt pass mal auf. Jetzt werden hier die ganzen Seitengassen ausgepackt. Die fühlen sich doch jetzt auch langsam verarscht von mir, oder? So doofe Routen, die ich die ganze Zeit fahre. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir mal auf den Highway, würde ich sagen. Ich muss noch gerade den Weg dahin finden. Ich glaube, den muss ich da lang. Jawohl. Guck mal, da kommen sie ja alle. Schießen sich fast gegenseitig weg. So, dann gucken wir doch mal, was jetzt hier geht. Ob sie es schaffen, hier eine Straßensperre aufzubauen oder so. Das war zu schnell. Uah, gerade noch abgefangen. Viel sehen tut man gerade nicht, ne? Aber es reicht zu wissen, dass die ganzen Scheinwerfer da hinten wohl oder übel Cops sind. Guck mal, wie sie da alle kommen jetzt. Sie alle geiern. Okay, das war geil. Da hat er sich mal richtig selbst abgeschossen. Okay, der leckt jetzt gerade, alles klar. Da ist ein Hammer auf der Überholspur. Da bremst nur kurz an, lässt sie vor ein und schon bremsen sie mega ab und eigentlich ist man schon wieder vorbei. Eigentlich mega billig, die zu überholen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Es dreht er mich. Aber hier ist halt nichts, wo ich anecken könnte. Das heißt, mich zieht es einfach nur in die Pampa und das macht mir dann nichts aus. Ja, ich glaube fast tatsächlich. Also das war jetzt mal der Versuch auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe trotzdem, dass ihr viel Spaß habt. Also es macht schon in irgendeiner Art und Weise schon Spaß, aber also mir selber. Aber ich glaube, der Nervenkitzel war dann doch bei der ersten Ausgabe ein bisschen höher. Natürlich, die Action war dort weniger. Aber ich glaube, einfach dieser Nervenkitzel im Kopf zu sehen und dass er dich kaputt machen könnte und so weiter, war einfach höher. Manch einer wird jetzt wahrscheinlich schreiben, lass doch einfach genau das so beibehalten, nur mit Schaden. Aber ich glaube, das würde es nicht gut machen. Ich glaube, dann wären die Runden zu schnell zu Ende. Wow. Deswegen, naja, ich glaube nicht, dass das unbedingt die beste Idee wäre. Da ist eine Straßensperre. Da konnte man aber gut zwischendurch reinfahren. Da war eine Lücke. Wie viele jetzt dran vorbeifahren, so gut. Nein! Boah, der war knapp! Oh, ist mir doch gegen den Baum geknallt. Nein, aua! Na komm. Nochmal zurücksetzen. Neu anfahren. Nichts hält den AMG auf! Ich hab da so eine Idee. Heuballen! Heuballen sind mein bester Freund. So.
Oh Mann. Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, dass diese Zufriedenstellung, wenn man einen kaputt gerammt hat, nicht so da ist, weil man nicht so richtig weiß, hat man ihn jetzt zerstört oder nicht. Im Prinzip fährt man nur gegen die Uhr bei dem Modus. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und auch, ja, dass der Nervenkitzel nicht so da ist. Also, ne, also man weiß, man ist überlegen und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist wahrscheinlich die erste Variante, die wir gemacht haben, besser. Aber wir haben es jetzt mal probiert, das haben wir zweimal die Variante gemacht. Ich glaube aber, die erste Variante Most Wanted, also der es nicht kennt, schaut einfach mal in der Multiplayer-Playlist. Es gab schon mit dieser hier zwei, also mit dieser gab es insgesamt jetzt drei Folgen Most Wanted. Und die erste, die wir gespielt haben, die lief ein bisschen anders ab vom Prozedere her. Ein bisschen weniger Action, aber dafür deutlich mehr Nervenkitzel. Und ich glaube, dass das in der Summe auch der bessere Weg ist. Und deswegen werden wir dann höchstwahrscheinlich das nächste Mal, wenn wir wieder Most Wanted machen, auch die andere Variante machen. Ich glaube, das macht einfach mehr Sinn. Und ja, aber gerne Feedback geben in den Kommentaren, wie ihr das Ganze so seht. Ob ihr auch sagt, jawohl. Oder sagt, nee. Das findet ihr so geiler, weil ständig Cops am Start sind. Aber wie gesagt, irgendwie fehlt so ein bisschen der Nervenkitzel. Weil seht ihr, ich gebe jetzt nicht mehr richtig Gas und passiert eigentlich nicht viel. Also wenn ich jetzt wirklich nicht auf absolute Dummheit durchziehe, werden die mich niemals hinkriegen. Vor allem, sie sich gegenseitig die ganze Zeit abrammen. Na guck mal, wie viele da jetzt am Start. Na gut, sind jetzt vier Stück, glaube ich, ne? Die am Start sind, aber ich kriege es ja trotzdem nicht auf die Reihe, mich hier irgendwie kaputt zu crashen. Das heißt, ich gebe jetzt einmal wieder ein bisschen Vollgas und dann ist wahrscheinlich sowieso wieder vorbei für die. Ja, also ich glaube, da können wir das Ganze jetzt auch ein bisschen vorzeitig abbrechen. Ich mache jetzt noch einmal so einen geilen Big Jump am Staudamm. Gucken wir mal, ob der gelingt. Und wenn der gelingt, dann glaube ich, beenden wir das Ganze einfach mal. Brauchen wir das gar nicht weiter hier auf die Spitze treiben. So, jetzt irgendwo muss ich doch jetzt hier links ab, glaube ich. Genau. Nein, er lässt mich nicht! Du Drecksack! Jetzt wollte ich den geilen Jump machen, aber ich durfte nicht. Oh, das Festival, da will ich gar nicht hin. Ja, gut. Also, den Big Jump lassen sie mir nicht mehr machen. Dann wenden wir das jetzt einfach mal 5 Minuten vor der Zeit. Und dann lassen wir ihnen immerhin die Genugtuung, mich zu schnappen. Lassen wir das ihnen? Ne, lassen wir ihnen nicht. Ich fahre jetzt trotzdem irgendwie weg. Ich gehe trotzdem mal hoch in den Channel in der Parallelzeit. Ich fahre einfach mal auch mal auf. Fährt er gerade rechts? Ja, also die Zeit ist noch nicht vorbei. Eigentlich sind es noch 5 Minuten. Aber ich glaube, man konnte so ein bisschen Resümee jetzt ziehen in der Zeit. Beziehungsweise ich habe das jetzt auch getan. Ich glaube fast, von der Action ist natürlich mehr als genug geboten jetzt an dieser Stelle. Aber das Problem ist halt tatsächlich einfach, dass du als Racer keinen Schaden nimmst. Das heißt, du kannst eigentlich unbegrenzt irgendwie, also merke ich, quasi mich festzusetzen, ist quasi nur dann möglich, wenn ich eine richtige Dummheit begehe. Das heißt, wenn ich immer mich auf Straßen konzentriere, die relativ offen sind, offene Gelände fahre und so weiter, dann ja, werdet ihr quasi mich nie bekommen. Und irgendwie ist es auch quasi das, was ja bei Super Need for Speed so ein bisschen zufriedenstellend ist, dass man halt einen Racer einen Kopf kaputt gecrashed hat und so weiter. Das hast du hier nicht, weil du nie richtig weißt, wer habe ich jetzt kaputt gemacht und wer nicht. Und ja, das war jetzt mal 2 Folgen, haben wir das jetzt mal so versucht. Ich bin aber einfach der Meinung, dass wahrscheinlich die erste Variante, die wir gemacht haben, auch wenn dort ein bisschen weniger Action ist, dass aber dort halt einfach der Nervenkitzel für den Racer deutlich höher ist und auch beim Zuschauer deutlich höher ist. Auch für die Cops. Ja. Und ich denke mal, das heißt, in Zukunft werden wir eher wieder bei Variante 1 bleiben, die vielleicht noch mal ein bisschen anpassen, noch mal ein bisschen verbessern. Aber Variante 2, so gut es in der Theorie klang, hat jetzt, glaube ich, zweimal nicht funktioniert so wirklich. Und, wie sieht jetzt eigentlich Variante 1 aus? Ja, schau dir die einfach mal an. Ja, wollte ich auch gerade. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze.
paar Minuten vor der Zeit. Wir haben trotzdem, glaube ich, eine lang genug Folge. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet viel Spaß bei dieser Erkenntnisfindung unsererseits. Wenn dem so wäre, wie immer, sehr gerne ein Däumchen nach oben oder Feedback in den Kommentaren da lassen. Auch gerne bei Googie vorbeigucken. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal auch erwähnt. Ansonsten, ja, soll es gewesen sein. Vielen Dank. Wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachts- und Neujahreszeit. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Ausgabe von Forza Horizon 3 Multiplayer. Ciao. Tschüdelü. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Okay.